Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wir befinden uns gerade in Kasachstan, in meinem Geburtsland. Und wie ihr auch sehen könnt, befinde ich mich auch gerade in unserem Hotelzimmer. Und ich habe mir gedacht, ich werde euch doch einfach ein paar besondere Ausschnitte in einen Vlog sozusagen zusammenpacken und zeige euch, wo ich früher zur Schule gegangen bin, wo ich gewohnt habe und was ich auch gerne hier immer so esse. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß bei diesem Video. So Leute, ich werde euch jetzt mal ein paar Hotspots zeigen, in denen ich früher immer so unterwegs war, wie zum Beispiel die Markthalle, wo ich eigentlich herkomme. Also alles das, was noch in meinem Kopf hängen geblieben ist. Und als allererstes zeige ich euch die Markthalle. So schaut die Markthalle jetzt aus. Also wie gesagt, früher war sie nicht so überdacht und auch nicht so groß. Wir werden jetzt mal durchschlendern und gucken, was wir da alles so finden. Aber getrocknete Kürbis oder was auch immer, meine Mama, wir gibt es gar nicht. Das gibt es gar nicht. Getrockneten Kürbis will die. Ich glaube Kürbis oder Hummus. Ich weiß nicht, was das übersetzt heißt, ich weiß, dass es im Russischen heißt. Okay. Reingeben. Leute, guckt euch das mal an. Hier kosten 8 Cent eine Wassermelone. 8 Cent. Also das Kilo. Das ist doch alles ein Schnapper hier. Das ist der Weg, den ich früher auch immer gelaufen bin. Natürlich sieht das jetzt alles etwas anders aus. Aber wir werden das jetzt mal so laufen, wie ich es in Erinnerung habe. In der Hoffnung, dass wir dann auch gleich das Haus sehen, wo ich früher gewohnt habe. Aber ich denke, wir sind eigentlich auf einem guten Weg. So, wir nähern uns auf jeden Fall unserem Ziel. Hier an der Bushaltestelle müssten wir eigentlich früher mal eingestiegen sein, wenn wir irgendwo hingefahren sind. Und hier ist ein Geschäft, da waren wir auch immer, glaube ich, einkaufen. Und da muss es eigentlich irgendwo so eine Seitenstraße reingehen. Wie so einen kleinen Hof, so runter ein bisschen. Voll crazy. Aber ein Friseur. Ja, aber irgendwo haben wir hier auch eingekauft. Früher. Da habt ihr einen. Das kann sein, ja. Und da gehen wir jetzt rein. Wie in die kleine Gasse? Ja. Doch, ist richtig. Ha! Ich find's so gut. So, Leute. Da ist das Haus.
in der 28. Ja? Ich glaube ja. Das muss unser Haus sein. Hier war früher Polizei, die ist immer noch da. Ja. Wie lustig. Und guck, ich hab dir doch gesagt, hier schmeißt man bei uns so den Müll raus. Ja. Und wo sind die Dinger, wo ihr euch drin versteckt habt? Die Wasserrinnen? Ja, die sind wohl jetzt weg. Da sind doch jetzt Geschäfte überall. Das gab's ja früher alles gar nicht. Da ist unser Balkon. Der zweite von oben. Der zweite von oben? Der zweite von oben. Da habt ihr drin gewohnt? Ja. Hier muss auch eine Rutsche sein. Wo ist die Rutsche? Hier, ja, hier stand nämlich mal eine Rutsche früher. Guck hier, an dem Ding hier. Hier stand ich, hab mich so festgehalten und bin richtig runter und hab mir richtig so... Ja. Hat ich mir wehgetan. Die standen schon damals bei dir da. Guck mal, wie die aussehen. Guck mal, das ist unser Haus, wie lustig. Und guck hier hinter, da an den Bäumen haben wir immer gespielt. Oha, voll krass, dass ich 17 Jahre nicht mehr hier war. Ich glaube, hier wurde auch 17 Jahre lang nichts mehr an den Häusern gemacht, gell? Krass. Oder? Ja. Sieht das noch genauso aus? Hier hat Gauchard gewohnt früher, hier. Ja? Ja. Sieht das noch genauso aus, wie du es kennst, also? Ja, nur das war damals halt ein bisschen noch fresher. Ja, guck hier an den Bäumen. Hier haben wir immer so alles gespannt, so mit Stoff und alles. Mhm. Haben wir immer gespielt. Wie witzig. Ja, hier hat meine Freundin gewohnt und wir haben da oben gewohnt. Komm, muss jetzt nochmal rum. Wie lustig. Guck, da haben wir gewohnt. War das komplett durchgehend, oder was? Hier habe ich ganz viel Zeit in meiner Kindheit verbracht. Wir sind da immer so rumgesprungen. Da gab es hier die Tür noch gar nicht. Da konnte man durchlaufen. Oh mein Gott, wie lustig. Wie sich das alles verändert hat. Und das sah früher auch viel größer für uns aus, weil wir ja noch so klein waren. Krass. So, jetzt laufen wir hier durch den Park. Da sind wir früher auch immer lang gelaufen. Aber da gab es noch damals keine Wiese, keine Pflastersteine hier, sondern es war alles geteert. Es sind gerade einfach so viele Hochzeiten hier. Könnt ihr auch sehen, da sind so viele Bräute. Überall sieht man nur Bräute. Aber es sieht echt sehr schön aus, total grün und ja, sehr untypisch für dieses Land. So Leute, nächste Attraktion und zwar dieses Karussell hier. Das gab es noch früher in meiner Kindheit. Da hat mein Onkel mich immer hingebracht und dann bin ich auch immer hier gefahren. Hier gibt es so viele Attraktionen noch von früher. Ich weiß nicht, ob das besonders vertrauenswürdig ist, damit jetzt nochmal zu fahren, aber ja, existiert auf jeden Fall schon mehr als 20 Jahre. So Leute, wir kommen zu den nächsten Memories und zwar war hier früher der Bazar, auf dem meine Oma und Opa früher gearbeitet haben. Aber das ist jetzt halt alles abgerissen und hier wurde jetzt ein Einkaufscenter hingebaut. Aber wir laufen jetzt trotzdem mal hier lang und mein Onkel zeigt mir mal, wo der Eingang war. Und ja, es hat sich auf jeden Fall sehr viel hier verändert. Wir befinden uns gerade auf dem Weg zu meiner alten Schule. Da vorne das grüne Tor müsste schon mal der Eingang zur Schule sein. Wir wissen jetzt aber leider nicht, ob wir überhaupt jetzt reinkommen, weil es sind ja aktuell die Sommerferien, die gehen noch bis zum 31. August. Oder 30. August, ich weiß gar nicht, wie viele Tage der Monat hat. Auf jeden Fall gucken wir uns das mal an. Vielleicht kommen wir auch irgendwie rein. Vielleicht kann ich ja auch fragen, ob wir reinkommen. Wir werden das jetzt mal sehen. Also, das war jetzt nicht die Schule. Wir müssen nochmal ein... Also hier müssen wir jetzt gerade auslaufen und dann nach rechts. Und da befindet sich wohl die Schule. Also wie ihr merkt, ich kann mich nicht 100% an irgendwas erinnern. Aber mich hat es auch schon gerade gewundert, dass da einfach... so viele Spielplätze waren und dass es alles so bunt war, weil
ist meine Schule nicht so weit, ich weiß, wir werden das ja gleich sehen. Ich war auf jeden Fall auf einem Gymnasium hier. Oh, da sind Babykatzen. Und ja, so wie ich das in Erinnerung habe, ist das so ein Blockgebäude, also komplett grau, so wie man halt Schulen bei uns in Deutschland auch kennt. Ich habe es gefunden. Hier vorne befindet sich die Schule. Da. Also ist auf jeden Fall offen. Wir werden mal sehen, ob wir einfach da durchkommen. Zur Not, wie gesagt, werde ich einfach jemanden fragen, ob das erlaubt ist, dass wir mal einen Blick reinwerfen. So, wir begeben uns jetzt mal rein. Wir haben gesehen, dass die Kinder auch einfach reingehen. Deswegen werden wir einfach mal rein. Also hier ist ein Spielplatz. Ich kann mich, glaube ich, sogar daran erinnern. Ich weiß auch, dass der Eingang gleich hier vorne ist. Und so sah meine Schule aus. Warum ist da eine Ampel? Damit die Fahrradfahren lernen. Ah, voll schlau. Warum habe ich hier kein Fahrradfahren gelernt? Ich habe hier noch nie ein Vorfahrt-Achtenschild gesehen auf der Straße, aber Hauptsache sie lernen es. Für Deutschland, wenn sie nach Deutschland kommen. Ja. Guck mal, die haben hier Vogelnest. Guck, da ist der Eingang. Habe ich doch richtig gesagt. Und meine Klasse war irgendwo da oben. Oder da oben. So, ich bin ein bisschen ängstlich, was das Filmen hier angeht, weil man darf hier nicht überall filmen. Also zum Beispiel in Geschäften oder so ist das komplett untersagt. Deswegen, jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, muss ich aufhören zu filmen. Hier war früher auf jeden Fall unser Sportunterricht, also hier hinter. Das weiß ich noch. Oh Gott. So, ich versuche gerade mal hier in ein Klassenzimmer für euch zu filmen. Aber das ist hier, glaube ich, so ein Klassenraum für einen Nähkurs oder Schneider, also Schneidern. Ja, das sieht schon irgendwie ein bisschen verlassen aus, aber ist halt so, wenn 3 Monate keine Schüler mehr hier sind, ja, klar. Da wird halt jetzt auch nichts gemacht, gell? So, wir haben gleich komplett eine Runde gedreht hier. Schon witzig, dass ich hier mal auf der Schule war, aber irgendwie, klar, ich kann mich schon ein bisschen dran erinnern. Aber es ist jetzt nicht so, dass große Gefühle aufkommen. Aber wer hat denn auch schon positive Gefühle, was Schule angeht? Vor allem in den ersten 2 Klassen, also in den ersten 2 Jahren. Aber ja, schlecht sieht die jetzt nicht aus, ne? Für die Verhältnisse hier sieht es ganz okay aus. Vor allem so die Wege hier überall, damit die Fahrrad fahren können. Fahrradfahren lernen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Schüler es hier auf der Schule gibt oder wie viele Klassen. Also ich weiß, dass man auf jeden Fall von der 1. bis zur 12. oder 14. Klasse, glaube ich, inzwischen sogar, kann man hier zur Schule gehen. Ich kann ja mal meinen Onkel fragen, wenn ich den vergessen habe, und dann packe ich das euch mal hier in das Video mit rein. So, wir haben auch gleich die komplette Runde gedreht. Das war auf jeden Fall so meine Schule, in der ich von 1. bis zur 2. Klasse nur war. Zwischenzeitlich war ich auch mal auf einer Privatschule für ein halbes Jahr. Und dann bin ich wieder hierher gekommen, weil wir wieder umgezogen sind. Das sind die Klos, genau. Aber es gibt auch drinnen noch welche. Also es gibt nicht nur hier welche. Ich weiß, dass es auch drinnen welche gibt, aber auf jeden Fall auch mit so einem Loch. Keine normalen Toiletten. Das ist ein Getränk aus meiner Kindheit, Leute. Das schmeckt einfach so geil. Mama sagt, das schmeckt so ein bisschen nach Gummibärchen und Almdudler. Auf jeden Fall sehr lecker, aber sehr, sehr süß. Das ist ebenfalls aus meiner Kindheit. Und zwar war das jetzt echt nicht leicht zu finden. Das ist ein Quark-Nachtisch, Nachspeise. Ich weiß nicht, ob es das ist, was ich gesucht habe. Ich werde es jetzt einfach mal probieren. In der Hoffnung, dass es so schmeckt, wie ich es kenne. Oh, das ist voll weich. Das muss aber nicht so weich sein. Tja, Kusterstück. Nicht? Ohne Geschmack wäre besser. So, Versuch Nummer 2. Das ist jetzt sowas Ähnliches, nur mit Schokolade. Ich werde das jetzt mal probieren. Ja, das ist das. Aber ohne Schokolade. Ich тебе говорю, что вот такие надо брать. Ты меня не слушала. Aber die Schokolade muss weg. So, heute gibt es für uns typisch kasachisches Essen, und zwar Mante. Und danach gibt es im Anschluss noch Schaschlik.
Falls typisch russisch ist oder kasachisch ist, einfach Mais auf dem Bazar zu kaufen und das einfach so zu essen auf dem Weg, also wie so ein Snack einfach. Hat jetzt 130 Tenge gekostet, das sind so umgerechnet, keine Ahnung, 40 Cent oder so für einen Mais und das schmeckt echt sehr gut. Dafür mal entschlossen, hier mal ein bisschen Tretboot zu fahren. Es ist so witzig hier auf diesem künstlichen See. Zwar kann man leider nur zu viert, deswegen muss meine Tante draußen stehen, Marius und mein Onkel paddeln hier. Wir müssen alle Schwimmwesten tragen, weil hier grundsätzlich alle nicht schwimmen können. So, wir fahren jetzt eine halbe Stunde ungefähr rum. Und was zahlen wir? 1000? 1500, genau. Das sind so umgerechnet 4 Euro. Ja. Für eine halbe Stunde ist okay. Das war Lisa, das war kein Fisch. Da war hinten aber eben Fisch. Nee, das war sie. Nein, da hinten. Da hinten. Das Wasser stinkt. Перестань! Прыщики завтра получу еще. Это здесь в парке, это очень круто. Ну, давайте сейчас с этой стороны подплывем. Я. Быстрее, быстрее. Давай, давай. So Leute, hier ist es etwas wendig, aber wir befinden uns hier gerade auf einem Aussichtsturm. Hier war früher halt der Bazar, wie eben schon gesagt. Es ist halt mega windig heute, aber sieht mega cool aus. Da ist ein Einkaufscenter, da werden wir auf jeden Fall die Tage nochmal hingehen. Und es ist gerade Sonnenuntergang.